So, hier haben wir StarCraft Risiko Collector's Edition. Habe ich noch nicht ausgepackt, wird jetzt ausgepackt, damit ihr mal sehen könnt, was von Inhalt drin ist. Ich habe damals auf dem 222 oder 266 MHz Rechner habe ich damals angefangen zu spielen, was schon echt lange her ist. Das müsste so 98 gewesen sein und da war StarCraft ja vollkommen in. Das war ja der absolute Burner, da haben wir Wochenenden durchgezockt für die wie die Geistesgestörten. Das Spiel ist für 2 bis 6 Spieler, ist halt einfach nur Risiko, ganz einfach. Risiko kennt jeder, kann jeder. Halt in einem anderen Look, in einem StarCraft Look, was total nice ist. Das muss ich ja mal dazu sagen. So, hier hat man das Spielbrett. Okay, es knackt so wunderschön. Hier haben wir das Spielbrett mit den verschiedenen Planeten. Braucht man ja auch, weil wir spielen Risiko. So, ich liebe es jetzt schon. Normalerweise bin ich nicht so der Risiko-Fan, um ehrlich zu sein. Aber wenn es um StarCraft geht, ist es natürlich alles was anderes. Hier haben wir die ganzen Rangabzeichen. Hier haben wir... keine Ahnung, es sieht aus wie Ressourcen. Dann haben wir hier die verschiedenen Rassen. Das sind die Zerg. Das sind die Protoss. Haben wir hier. Dann haben wir hier noch die orangenen Protoss. Dann haben wir hier, das müssen die Terraner sein, wenn ich mich nicht irre. Ich hoffe, ich habe es alles richtig gesagt. Dann haben wir hier nochmal Zerg. Nochmal Terraner. Ich hoffe, das war richtig. Ich weiß es nicht so genau. Die Karten und ein paar Würfel. Jetzt habt ihr gesehen, was da drin ist. Tut mir auch nicht in der Seele weh, dass ich es aufgemacht habe. Doch ein bisschen. Weil, warum auch nicht? Dann mache ich halt die hier einfach mal auf. Damit ihr die auch mal seht, wie die Figürchen aussehen. Zack. Schlauer machen können, ich weiß es nicht. Das hier sind die Zerg, ich weiß jetzt nicht mehr so genau, wie diese Art von Zerg heißt. Jetzt haben wir ja noch andere Arten von Zerg drin. No, irgendwie nur diese komischen Kriecher hier. So, habe ich die aufgemacht. Scheißegal. Ihr habt den Inhalt gesehen. Ich hoffe, ihr seid glücklich. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Das ist auf jeden Fall StarCraft Risiko. Ich werde es euch verlinken, auf jeden Fall, ist klar. Und wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Bis denn dann, ciao.